So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed. Wir machen heute weiter ein bisschen in der Nacht, da wir noch ein bisschen Leveln brauchen müssen. Also Level 7 muss ja erreicht sein, das ist das große Ziel, damit wir dann irgendwann in den Showdown können. Nee, das wollen wir ja tun. Ah, mit der schönen neuen Lackierung, mit der Gameblock-Lackierung aus der Community. Die war ja in der letzten Folge angebracht. Wenn du deine Heat Rennen bei Nachtmöglichkeiten Reparationspunkte sammeln, wird dein Heat schon, um deine Reparationsstelle aufzubauen. Schön die Kopf ab oder reiche Versteck, um alles zu halten, was du verdient hast. Natürlich, klar. Gucken wir mal nach, ob wir da irgendwo noch ein Heat drin haben. Da oben ist noch irgendwas. So, nee, ist es nicht freigeschaltet. Aber ganz da oben ist noch irgendwo was. Sehe ich gerade. Dann machen wir dann schnell. Oh, dann haben wir direkt zwei Rennen nebeneinander. Das ist gut. Dann nehmen wir die mit beide direkt für diese Folge. Steht an, falls du also Lust hast. Klar, schick mir die Details. Mach ich sofort. Wir sehen uns dann in Downtown. Okay. Ja, langsam wächst mein Mustang. Gucken, was wir noch für Autos nehmen im Laufe unserer Karriere. Ich habe ja das Auge auf den Nissan Silvia geworfen, den ich ja irgendwann vielleicht mal holen werde. Aber gucken wir mal. So, gehen wir auf jeden Fall erstmal rein. Ins... Erste, ein Rundkursrennen. Gibt auch ein bisschen Kohle. Gibt nicht. Das sind Reputationspunkte, diese 1370. Das ist nicht Geld. Ja, wir verdienen halt Kohle. Verdienen halt Erfahrung. Sammeln Erfahrung. So ist es eigentlich richtig. So, als nächstes kommen auf jeden Fall erstmal die Felgen neu. Oder die Verlegung wahrscheinlich. So, okay. Dann stampfen wir mal erneut diese kleine Gruppe hier. Ja, es ist halt bitter, natürlich blöd, dass wir mal die gleichen Leute haben, aber gut, das sind wahrscheinlich, wie gesagt, die Anfängerinnen zum Start. Und hier ist es jetzt ein Rundkursrennen. Und hier haben wir Kopfnehmern, das heißt, wir könnten tatsächlich zum ersten Mal auf Polizei treffen. Das wird sowieso früher oder später passieren. Und es ist ja wieder so ein Need for Speed gewesen, was so ein bisschen in die Richtung der Community gegangen ist. Also zumindest so in die Richtung... Alter, was ist das hier? Das, was sie wollten. Die wollten ja Richtung Underground 1 wieder illegale Straßenrennen und alles runter. Die Heat ging ja so ein bisschen wieder in die richtige Richtung. Mal gucken. Ich glaube im November, glaube ich, wenn es richtig gehört habe, kam der nächste Teil raus. Das war ja nicht das andere Need for Speed. Den wir hoffentlich jetzt playen können. Mal gucken. So, dieser komische kleine Honda Civic da vorne, den würde ich gerne mal ein bisschen in den Grund und Boden stammen, weil der mir gerade ziemlich auf den Sack geht. Gerade ein bisschen aufpassen, weil das hier so arg verwinkelt ist, dass ich hier die Power nicht ausspielen kann. Ja, also zumindest haben sie bisher noch nicht uns entdeckt, sondern eher die Konkurrenz. Ja, welche Überraschung. Verfolgungsjagd gestartet das erste Mal, dass wir jetzt ein bisschen in der Erfahrung bereichen. Ich glaube, der hat sich gerade an das Auto da gehängt, was da gerade entgegenkam. Wir sind offiziell entkommen.
Fragt sich, wie lange das bleibt. Scheinbar gerade eine Weile, weil, wie gesagt, die kümmern sich jetzt mehr oder weniger gerade ein bisschen um das Verfolgerfeld statt um uns. So, 5 Kilometer noch. Vorne steht wieder einer, das heißt, der würde es jetzt sehen. Nein, warte mal. Ich nehme mal kurz das Ziel mit. Tschüss. So, ich gehe mal kurz wegen einem Unterschlupf gucken. Der ist wahrscheinlich jetzt näher. Den Kopf habe ich gerade über uns ins Wasser gequetscht, nur so nebenbei. Der ist tatsächlich noch abgerutscht. Und ich nehme sie mit, weil ich gerne die Level haben würde. Okay, ich musste gerade ein bisschen aufpassen, weil ich dachte mir, ah. Ja. Bis der uns tatsächlich eher noch sieht, aber tut er nicht. Ich fahre jetzt kurz hier hoch. Nee. Ich musste gerade mal einen kleinen Schwenk machen. Weil da noch ein Kopf runterkam von der Straße, von der Brücke hier. Damit wir relativ easy ins Versteck können. Wir sind bald schon Level 5. Jetzt nehmen wir sie mit. Nicht übel für eine Nacht. Ja, nehmen wir mit. Ein bisschen Kohle haben wir gekriegt, nicht viel, aber immerhin. Oh, das ist Level 4, fast Level 5 sogar. Es fehlen uns noch 44 Punkte, 43 Punkte, um weiterzukommen. Und ein neues Auto. Mazda X7. Und eine Lotus Exige S. Wir können noch mehr Leistung reinhauen. Was haben wir denn hier? Können wir uns eh nicht leisten. Obwohl doch, ein Racing-Fahrwerk. Nehmen wir das Fahrwerk auf jeden Fall mit rein. Und dann gehen wir mal wieder raus auf die Straße, würde ich sagen. Weil wir wollen natürlich weiter ein bisschen Heat sammeln, damit wir von Level wieder hochgehen. Wir müssen, wie gesagt, Level 7 erreichen und das schaffen wir nur, wenn wir in der Nacht fahren. Und das versuchen wir jetzt. Das war ja da oben noch irgendwo ein Rennen. Hier. Oder so ein paar Rennen, ne? So, dann nehmen wir die mit. Fahren wir kurz jetzt wieder an der Garage, wegen der damit wir die Strecke ein bisschen was kürzer haben. Und dann fahren wir das eine Rennen. Und dann ist wieder Feierabend für heute. Also zwei Rennen, denke ich mal, pro Folge. Das kriegen wir schon halbwegs hin. Fahren wir da eben schnell hin. Na, mal gucken, wie lange es dauert, bis wir dann
Level 7 erreichen, damit wir dann in den Showdown können. Ich ignoriere die Plakatwände gerade mal ein bisschen. Ich war jetzt gerade erst mal straight rennen. Das ist ein weiteres Sprintrennen. Und es heißt Kaspisches Monster. Erreiche natürlich Platz 1, das ist das große Ziel, das wollen wir auch natürlich erreichen. Ich denke mal, das wird auch durchaus machbar sein. So, haben wir mal was Neues? Nee, ne? Den habe ich mal ganz kurz in die Zette in die Wand gedrückt, also die Mauer gedrückt. Um ihn mal ein bisschen loszuwerden. Wie gesagt, dadurch, dass das ein Sprintrennen ist, brauche ich mir die Strecke nicht merken. Sondern einfach nur hoffen, dass ich die richtig treffe. Klar, das ist dieser Drecks-LKW. Ah, wir verlieren gerade die Plätze. Sind jetzt auch nur noch Vierter, weil dieser LKW mich da ein bisschen rausgebracht aus dem Konzept. Okay, da vorne sitze ich wieder mit dem Kopf so dran. Das wird jetzt so. Das wird uns jetzt auch natürlich blühen. Auch was. Da vorne ist schon eine Führung, das ist auch relativ easy gemacht. 67% Nullschmeter vorne. Das ist, glaube ich, dieser Honda Civic. Dann gewinnen wir dieses Rennen doch noch. Und dann verkrümmen wir uns mal kurz bitte in die Garage, damit wir die Punkte mitnehmen können. Aufruhr, dann wird das schon. Ja. Das sind auch wieder 2000 Rap-Punkte, das heißt, wir haben Level 5 auf jeden Fall safe. 6 ist auch in Reichweite, viel haben wir nicht mehr. Suchen Popsinos versteckten Sensors, Graffiti, Text sowie Sticker. Findet Sammler eines dieser Werke, um als Folieneditor für das Optik-Tool-Verfahren zu nutzen. Findest du sie alle? Schaltet ein Nissan 370Z Nismo frei. Wie es aussieht, kannst du dir jetzt neue Teile kaufen. Oder ein neues Auto. Honda Civic Typ R aus dem Jahr 2015. Ja, könnten theoretisch. Gut, wir würden sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann versuchen wir wieder ein bisschen Kohle zu verdienen.